Es ist mal wieder eine Woche vor einem WWE Pay-Per-View. SmackDown wird von Sonntag auf Montag No Mercy veranstalten. Zudem hat Raw wieder einige Storylines diese Woche weitergeführt. Diese Woche muss analysiert werden und dafür habe ich einen ganz bestimmten Gast eingeladen. Er ist langjähriger Wrestling-Fan, Wrestling-Journalist bei Power Wrestling und natürlich der Chefanalytiker im deutschen Wrestling. Hier ist Stefan Kolb. Ich grüße dich. Hallo Perkix, und mir ist gerade erschreckenderweise klar geworden, dass ich länger Wrestling-Fan bin, als dass du auf dieser Erde lebst. Das ist natürlich krass, aber das merkt man dann hoffentlich auch in diesem Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Experteneinschätzungen, falls man es denn so sagen kann. Ich fühle mich jetzt aber ein bisschen auch alt. Das könnte natürlich meine Stimmung für diesen Podcast ein wenig trüben, aber ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein, weil du bist ja ein sehr, sehr erfolgreicher YouTuber und es ist ein sehr interessantes Phänomen, was in den vergangenen Jahren aufgekommen ist, und du machst das, glaube ich, richtig gut, muss ich sagen. Oh, vielen Dank. Wenn du dich zu alt fühlst, dann weißt du ja, wie du mich erreichst. Ich sponsere einen Gehstock und wir gehen direkt zu Raw, würde ich sagen. Wir starten mit dem Anfangssegment. Lana und Reigns haben sich ein Promo-Duell geliefert. Rusev kam dann auch noch raus. Es gab einen Riesen-Brawl, der durch die ganze Arena ging. Und am Ende stand tatsächlich der gute Roman Reigns auf der Stage über Rusev und hat gesagt, ich will ein Hell in a Cell-Match. Bei Hell in a Cell gibt es also ein Hell in a Cell-Match zwischen Rusev und Roman Reigns um den US-Title. Wahrscheinlich das letzte Match der Fehde. Ich hoffe doch. Was hältst du davon? Ja, es ist überfällig. Es ist auch meiner Meinung nach schon zu viel in dieser Fehde gerestelt worden. Ich hätte mir andere Elemente mehr gewünscht. Also das mit der Torte am Anfang quasi, das war ja gut. Aber danach hat man ja eigentlich die beiden immer nur noch wresteln und brawlen sehen. Und das, finde ich, war dann ein bisschen zu wenig, um mein Interesse an dem Ganzen zu halten. Und jetzt hoffe ich, dass es bei Hell in a Cell dann auch wirklich rum ist. Ja, also ich denke auch, dass das dann der letzte Abschnitt dieser Fehde sein wird. Ich dachte mir eigentlich schon, nach dem letzten Großevent, ja, ich will jetzt eigentlich das Rematch bei Raw sehen, das haben wir dann tatsächlich auch gesehen, aber danach war es eben noch nicht vorbei, also ich weiß nicht. Ich finde ja, Roman Reigns als US-Champion, das kann sehr, sehr gut sein, aber man sollte ihm halt dann auch mal neue Programme geben, aber ich denke, das wird man definitiv nach Hell in a Cell machen an sich. Die Hell in a Cell-Matches von Reigns, also alle, die er bisher hatte, ich weiß nicht wie viele, ich erinnere mich nur an dieses sehr gute Match gegen Bray Wyatt. Also der passt halt einfach in diese Matchart, würde ich sagen. Das ist genau sein Ding. Aber Hell in a Cell an sich ist ja tatsächlich ein Raw-Only-Ding, ne? Also es gibt nur diese, oder fast nur diese Gimmick-Pay-Per-Views bei Raw, während SmackDown einfach keine Gimmick-Pay-Per-Views bekommt. Das ist ja irgendwie ein bisschen eigenartig. Ist das so? Ich habe das gar nicht so genau im Blick. Zum Beispiel Hell in a Cell ist jetzt einfach so ein Raw-Ding und im Oktober bekommt SmackDown eben No Mercy, wobei man ja, bin allgemein kein Fan davon zu sagen, wir nehmen die Stipulations raus und bringen die nach Kalender, und wenn uns der Kalender sagt, wir müssen Hell in a Cell Match bringen, bringen wir ein Hell in a Cell Match und nicht, weil uns die Fehde sagt, wir müssen eins bringen, ja. Das ist ein bisschen problematisch. Also als Booker wäre ich froh, wenn ich nicht diesen Gimmick-Pay-Per-View hätte. Ich glaube, dass das im Dezember tatsächlich anders ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da bekommt SmackDown dann TLC. Das heißt, da muss man natürlich dann die Fäden dann dorthin führen, falls das wirklich so ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich halte von diesen Gimmick-Pay-Per-Views eh relativ wenig, wobei man natürlich immer nicht so ganz vergessen darf, auch der Royal Rumble ist ja de facto ein Gimmick-Pay-Per-View, aber es hat da natürlich einen Sinn, weil man halt einen Number-One-Contender krönt. Das heißt, ich fände zum Beispiel einen fixen Elimination-Chamber-Pay-Per-View vor dem SummerSlam durchaus geeignet, um zum Beispiel den Number-One-Contender für den SummerSlam herauszufinden. Das wäre doch cool. Das wäre, also wenn man das bringen würde, ich bin ja sowieso ein Fan davon, wirklich mal was zu machen, um den neuen Number One Contender zu ermitteln und nicht immer irgendjemanden rauszuschicken, der dann da einen Brawl startet. Ich meine, Brawls haben wir allgemein, ja, wo wir jetzt auch gerade bei Rusev gegen Reigns waren, genug gesehen. Naja, aber mal sehen, ne? Das ist sehr, sehr interessant, wenn dann SmackDown TLC bekommt, dann ist das ja halbwegs ausgeglichen. Ich habe jetzt hier bloß gesehen, Hell in a Cell bekommt dann tatsächlich Raw. Ob das jetzt wirklich so der richtige Weg ist mit diesen Pay-Per-Views, ist die Frage. Ja, genauso wie mit dem US-Title-Win von Roman Reigns, weil das Problem, was man ja jetzt hat, und ich nehme an, dass er gegen Rusev nochmal verteidigen wird bei Hell in a Cell, gegen wen wird er dann irgendwann auch wieder den Titel abgeben? Was glaubst du denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es kommt halt darauf an, wie man in nächster Zeit aufbaut und vor allem auch, ob man in Roman Reigns jetzt Heel turnt oder nicht. Weil es ist eigentlich überfällig. Ich denke trotzdem nicht, dass man das machen wird. Von daher muss es ja im Endeffekt ein Heel sein. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Braun Strowman irgendwann auf United States Titeljagd geht und den sich dann tatsächlich auch holt. Wann das sein wird, keine Ahnung, aber zu Braun Strowman können wir aber eigentlich gleich gehen. Der hat nämlich diese Woche einen Jobber weggehauen und hat dann hier gesagt, dass er Konkurrenz will. Vielleicht ist diese Konkurrenz ja bald Roman Reigns. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass die Reise dahin geht. Also die Jobber-Matches sind jetzt wohl erstmal vorbei. Nächste Woche wird er dann einen anderen Gegner bekommen und dann wird man vielleicht so ein bisschen was immer Größeres aufbauen bis Hell in a Cell, dass er dann da vielleicht auch mal ja wirklich jemanden gegen jemanden antritt, der halt ein gewisses Standing hat. Ich könnte mir vorstellen, dass für Hell in a Cell tatsächlich das Opfer Sami Zayn dann werden wird. Ah, das Opfer? Sagst du echt das Opfer? Weil ich hab mir immer gedacht, ich bin ja riesen Sami Zayn-Fan. Ich dachte mir immer, Sami Zayn, der in dieser Underdog-Rolle, genau, wenn man den etabliert in genau dieser Rolle und dann eben gegen den Braun Strowman stellt und dann wirklich diese, ja, Fehde zwischen den beiden aufbaut, so eine Kontrastfehde, Riese gegen Sami Zayn, der ja 1,80 ist oder so und da eigentlich keine Chance hat und der sich dann den Titel holt oder der gegen Braun Strowman gewinnt, das fände ich eigentlich ein cooles Szenario, aber das wird man natürlich nicht bringen. Also es kann schon sein, dass Sami Zayn jetzt gegen Braun Strowman verlieren muss. Ja, also zumindest diesmal wird man es nicht bringen. Vielleicht bringt man dann irgendwann rund um WrestleMania das Rematch zwischen den beiden um den Titel. Erstmal ist natürlich jetzt die Zeit von Braun Strowman und daher würde dann Sami Zayn tatsächlich auch ein Opfer sein. Aber warten wir mal ab, vielleicht wird es ja auch jemand anderes. Vielleicht bringen sie auch nochmal Big Show rein. Weiß ich nicht, ob man das vorhat, irgendwie zu bringen, damit er da quasi einen großen Sieg quasi im wahrsten Sinne des Wortes einfangen kann. Aber ansonsten fällt mir halt auf der Raw-Seite auch niemand ein, den man da reinwerfen könnte, weil die anderen Faces sind ja alle verplant. Absolut, wo wir gerade bei Sami Zayn waren, der hatte ein Match gegen Titus O'Neil. Darren Young ist wohl nicht mehr relevant, schon ewig nicht mehr gesehen. Die Fehde wurde gedroppt. Sami Zayn hat einen Sieg bekommen. Er gewinnt gegen Titus O'Neil mit dem Helluva Kick. War also wieder ein Sieg, aber er hat trotzdem keine Fehde, der gute Sami Zayn. Welche Fehde kommt denn jetzt, wenn es nicht gegen Braun Strowman geht in der nächsten Zeit? Weil das Problem ist eben, wenn man jetzt Sami Zayn gegen Braun Strowman stellt, hat Braun Strowman zwar einen relativ guten Sieg bekommen, aber auf der anderen Seite hat man halt Sami Zayn, einen der wenigen Faces im Roster, schon wieder verlieren lassen. Und das kann ja auch nicht wirklich das Ziel sein. Ja gut, die Frage ist halt, also hier ganz entscheidend, was macht man um den Universal Title? Also gibt es dort ein One-on-One zwischen Kevin Owens und Seth Rollins? Dann würde natürlich Chris Jericho übrig bleiben und dann würde man vielleicht nochmal ein Rematch bringen. Halte ich für unwahrscheinlich. Falls es ein Three-Way zwischen den drei wird, dann hängt Sami Zayn in der Luft, dann wäre es eine logische Option, ihn gegen Braun Strowman zu stellen. Oder man könnte natürlich aus dem Main-Event-Thema auch noch ein Four-Way machen bei Hell in a Cell, dann würde Sami Zayn damit reingeschoben werden, halte ich aber auch eher für unwahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wir gehen mal weiter bei Raw. Wir hatten zum Beispiel auch noch die Cruiserweights. Die Cruiserweights TJ Perkins gegen Brian Kendrick. Die beiden haben ja gerade so eine Fehde. Hier gab es ein weiteres Match in dieser Storyline zwischen den beiden. War ein ganz gutes Aufeinandertreffen, innovative Aktionen und so weiter. Zum Beispiel als der gute Brian Kendrick die Finger von TJ Perkins in dieses, ja, wie nennt man das denn? Gibt es dafür einen offiziellen Namen, irgendwie in die Ringseilhalterung gesteckt hat? Das war schon eine Aktion, die man nicht alle Tage, jede Woche bei Raw sieht, kann man sagen. Kendrick hat am Ende sogar unfair gewonnen und damit sich seine Titelchance verdient. Es sollte doch aber diese Woche eigentlich schon das Titelmatch sein, oder habe ich das letzte Woche bei Raw falsch verstanden? Absolut, das hat mich auch gewundert. Anscheinend hat man jetzt hier nochmal Brian Kendrick wirklich einen Sieg geben wollen, um ihn wirklich zum legitimierten Number One Contender zu machen. Aber das war ja eigentlich relativ unnötig. Und was auch unnötig war, war eben diese Niederlage für den Champion TJ Perkins. Weil wenn ein Champion verliert, auch wenn das hier ein bisschen mit einer unfairen Art und Weise von Brian Kendrick war, das ist trotzdem immer unvorteilhaft. Absolut. Also Non-Title-Matches, bei denen der Champion verliert, ohne dass irgendwie was richtig Krasses passiert, finde ich auch immer sehr ungünstig, weil das tatsächlich natürlich irgendwie so,
ja, den Champion unglaubwürdig macht und hat jetzt gerade hier am Anfang der Cruiserweight Division bei Raw natürlich nicht gut getan. Ich hätte Brian Kendrick einfach, also wenn man das jetzt wirklich vorhat, und das hat man ja offensichtlicherweise bis Hell in a Cell zu ziehen, eher vorgeschlagen, dass Brian Kendrick halt diese Woche einfach gegen jemand anderen antritt. Vielleicht auch in einem Number One Contenders Match. Und er sich damit das Rematch wirklich verdient und dann hätte man ihm nächste Woche nochmal einen Sieg geben können und so weiter. Aber dass er jetzt den Champion pinnt, halte ich echt für unnötig. Und ich habe dann auch nicht so verstanden, weil man ja im anderen Match dann quasi auch jemanden aufgebaut hat. Ein bisschen überraschend. Also Tony Nese hat ja hier den Sieg diese Woche bekommen gegen Rick Swann. Dass man eben quasi das Spotlight so ein bisschen aufteilt, während ich halt erstmal sehr viel Spotlight auf wenige Personen legen würde und die quasi zu den Eckpfeilern der Division machen würde. Und hier hat jetzt halt TJ Perkins schon wieder so ein bisschen was von seinem Steam, was er gerade so aufgebaut hatte, weggenommen bekommen, indem er halt verloren hat. Und das finde ich ungünstig. Das ist, also da würde ich absolut zustimmen. Das Ding ist, du hast es schon angesprochen, Rich Swann trat gegen Tony Nese an. Und Tony Nese, da habe ich mir vorher gedacht, also der erinnert mich ja immer so ein bisschen an Neville, was jetzt den In-Ring-Style angeht und so weiter und was auch das Aussehen angeht. Und er ist halt auch nicht wirklich so charismatisch, genau wie Neville auch. Und wenn man einen Rich Swann hat und einen Tony Nese, dann ist ja Rich Swann deutlich charismatischer, würde ich mal sagen. Und deshalb, das war so einer der Punkte, wo ich mir dann dachte, okay, Rich Swann wird wahrscheinlich hier gewinnen, während Tony Nese eben einer wie Drew Gulak oder Lindsay Dorado in der Cruiserweight Division bei Raw ist, eben zu den Leuten gehört, die so ein bisschen die Niederlagen einstecken, um andere Leute overzubringen. Aber das war hier komplett andersrum. Tony Nese gewinnt mit einem Pump-Handle Mikinochu Driver und das heißt gleichzeitig, dass Rich Swann hier seine Niederlage eingesteckt hat. Also ich dachte, das wird hier andersrum, aber ob das jetzt so vorteilhaft ist, ich meine, ich finde Tony Nese auch nicht schlecht, aber Rich Swann, das ist auch ein komplexer Name, wenn man den immer wieder sagen muss, das ist halt, keine Ahnung, ich sehe in dem einfach viel mehr als in einem Tony Nese. Ja, wahrscheinlich ist das langfristig auch so. Tony Nese gilt aber halt natürlich als jemand, der im Ring sehr gut sein soll und also halt auch nicht nur jetzt, ich sag mal, spektakulär, sondern auch wirklich sauber arbeitet und so weiter. Und die beiden Matches waren ja auch, also die beiden Cruiserweight-Matches diese Woche waren ja auch wirklich gut. Ich glaube halt nur, dass man sich hier jetzt keinen Gefallen tut, Tony Nese jetzt schon aufzubauen, um dann quasi wahrscheinlich nach Hell in a Cell der Number One Contender zu sein für den Titel von TJ Perkins. Man braucht natürlich einen neuen Heel Contender, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt diese Woche das Spotlight dann eher mal auf die beiden gelegt, die beim Pay-Per-View antreten und vielleicht nächste Woche dann ein Tag-Team-Match mit den beiden gemacht oder so und dann als zweites Match nächste Woche Tony Nese gegen irgendjemanden gebracht. Ruhig Rick Swann, das ist jetzt für mich nicht so ein Problem, es ist auch nicht das ganz große Problem, dass Rick Swann jetzt mal das ein oder andere Match verliert. Ich glaube, er muss halt nicht alles gewinnen, weil er tatsächlich vieles mit seinem Charakter ausgleichen kann und das passt dann eigentlich auch schon so, wie man das jetzt gemacht hat. Wie gesagt, mein Problem ist eher die Niederlage von TJ Perkins. Bei den Kollegen von Ringside wurde ja von Echo Fresh, einem deutschen Rapper, tatsächlich der Vorschlag gemacht, Rich Swann mit New Day zu verbünden. Was hältst du davon? Könnte man machen. Die Frage ist halt, ob die WWE bzw. die Raw-Booker die Cruiserweights mit anderen Elementen der Raw-Show verbinden wollen. Das wirkt bislang ja nicht so. Ansonsten könnte man das machen. Ja, fände ich jetzt nicht schlecht. Aber mir fehlt das so ein bisschen, muss ich sagen, weil die Cruiserweights, die wirken halt wie so ein eigener Showteil. Und das ist erstmal nichts Schlechtes, aber es wirkt halt auch ein bisschen antiklimatisch in so einer Wrestling-Show, zum Beispiel bei Raw. Und ich fände es tatsächlich besser, wenn so Leute wie Neville, die sowieso auch nichts zu tun haben, demnächst einmal involviert werden, weil wenn man die Cruiserweights absolut abschottet, das ist für mich einfach nicht der richtige Weg, so eine Division aufzubauen. Von daher, ich würde es feiern, wenn man hier noch andere Leute mit dieser Cruiserweight Division connected. Ja, und Neville wird da reingeworfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Neville spätestens beim Royal Rumble der Champion sein wird. Man mit ihm dann was macht. Ich meine, er wäre ja eigentlich auch ein meiner Nacht sehr gut geeigneter Heel. Wir erinnern uns ja alle an die NXT-Zeit als NXT-Champion von Neville. Und das könnte ich mir halt auch in der Cruiserweight Division gut vorstellen. Das heißt, er könnte eigentlich derjenige sein, der TJ Perkins dann tatsächlich entthront. Vielleicht macht man ja das, dass er erstmal quasi auf der Seite von TJ Perkins steht, dann aber relativ bald schon gegen ihn turnt, weil er halt sagt,
ich will den Titel. Und ja, das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Story, auf die man hinarbeiten könnte. Wie gesagt, ich würde mich freuen, sowas dann beim Royal Rumble zu präsentieren. Wird ja dieses Jahr oder dann eben nächstes Jahr ein etwas größerer Pay-Per-View und da muss man ja auch ein paar besondere Sachen präsentieren. Und das Match, die beiden gegeneinander, das fände ich schon was ganz Besonderes. Aber war Neville denn wirklich in seiner NXT-Zeit mal ein klarer Heel? Also ich kann mich da jetzt an keine Zeit erinnern, wo ein Neville wirklich ein Heel war, weil das Ding war immer, man hat so vermutet, wird er jetzt turnen gegen Sami Zayn zum Beispiel, aber man hat das nicht gebracht, aus einem ganz bestimmten Punkt, aus einem ganz bestimmten Grund so rum, dass er eben diese Highflyer-Aktionen zeigt, damit immer beim Publikum gut ankommt, sowieso over ist und auf der anderen Seite natürlich auch nicht als Heel wirklich funktionieren würde. Das war ja immer so die Angst, zumindest hatte ich das Gefühl, weil er durch sein eher ja geringeres Charisma da vielleicht Probleme hätte, diesen Heel-Charakter zu darzustellen. Und ich denke, das könnte wirklich ein Problem sein, wenn man Neville jetzt als Heel bringen will. Es könnte natürlich auch funktionieren, aber ich wäre mir da nicht so sicher. Naja, also er war natürlich nicht ein Heel im übertriebenen Sinne, aber er hatte schon eben die Tendenz eines Heels, gerade natürlich in der Fehde gegen Sami Zayn. Und das wäre halt ein Charakter, den ich mir auch für ihn wieder wünschen würde, weil Manach hat das sehr gut zu ihm gepasst, so dieses etwas überhebliche Cocky, ja, das passt ja ganz gut zu so seinem Typ und verleiht ihm meiner Meinung nach genau dieses Charisma, was ich als Face eher bei ihm vermisse, weil er kommt einfach nur raus und ist halt spektakulär in seinen Moves, aber er lässt halt sonst einiges vermissen, was der Raw-Zuschauer, glaube ich, von einem Wrestler erwartet. Das absolut, ne? Aber ja, mal sehen, wie man hier weitermacht. Die Cruiserweights, die brauchen auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen hier Integration in diese Show, weil die wirken irgendwie wie so ein Fremdkörper. Aber gut. Du willst also, dass Braun Strowman nächste Woche zwei der Cruiserweights splasht hier, oder was? Wir haben tatsächlich am Wochenende eine riesige Diskussion aufgenommen über den Roster-Split, wo wir so ein Zwischenfazit gezogen haben mit Christian Boons und Björn aus dem Podcast-Team und da hat Björn auch diesen Vorschlag gebracht, dass Braun Strowman einfach mal zwei Cruiserweights weghauen will oder weghauen sollte. Ich wäre da ja kein Fan davon, aber vielleicht bringt man das ja wirklich. Das wäre schon das Worst-Case-Szenario, wenn ein Braun Strowman hier so zwei Leichtgewichte dann wegsquasht. Also das wäre schon ganz, ganz schrecklich. Aber ich überlege gerade, mit was machen wir weiter? Machen wir mal weiter mit Sheamus und Cesaro. Die haben auch hier ein Jobber-Match gewonnen tatsächlich. Obwohl sie immer wieder Unstimmigkeiten hatten. Was hältst du davon? Man hat ja diese Best-of-Seven-Series zwischen den beiden gebracht, hat aber keinen klaren Sieger herausgestellt und jetzt hat man sie quasi als Tag-Team gebracht und ich finde das persönlich, muss ich sagen, echt nicht schlecht, was man da jetzt vorhat. Ich finde das Ergebnis auch nicht zwangsläufig schlecht, also dass sie jetzt in einem Team sind. Ich finde nur die Hinführung wieder absolut dilettantisch. Also wenn ich sowas von Anfang an geplant habe, dann würde ich das natürlich über eine Matchserie mit insgesamt 7 Matches auch entsprechend aufbauen. Das heißt, ich würde am Anfang die beiden noch sehr verbissen gegeneinander wresteln lassen, aber nach und nach Respekt aufkeimen lassen. Vielleicht trotzdem noch transportieren, dass man die Einstellung des anderen nicht mag, aber Respekt für das, was im Ring passiert. Und dass halt dann irgendwann die Fans auch die Hoffnung hätten, hey, die beiden als Team, das wäre doch eigentlich ziemlich cool, auch wenn sie vielleicht nicht eben einstellungstechnisch zusammenpassen. Das hat man halt nicht gemacht und dementsprechend hat man halt nicht den Payoff bekommen, auf den hingearbeitet wurde, nämlich das war irgendwie dann schon alle, was wir gehofft haben, der Title Shot für Cesaro auf den Universal Championship. Und daher finde ich es so ein bisschen enttäuschend. Gut, Haken dran an die Hinführung. Jetzt sind wir halt in der Tag-Team-Zeit und jetzt mal schauen, was sie draus machen. Ich bin im Moment dem Ganzen noch neutral gegenübergestellt. Die Idee hat was. Was die Umsetzung dann nachher bringt, muss man, wie gesagt, abwarten, weil ich nehme nicht an, dass sie Tag-Team-Champions werden. Und die Frage ist halt, wie lange man das Ganze dann macht. Macht man das jetzt ein Pay-Per-View, also bei Hell in a Cell oder vielleicht sogar noch bis zur Survivor Series, weil ja wahrscheinlich der Plan ist, dass The New Day den Rekord von Demolition brechen. Ich weiß nicht, ob du Demolition überhaupt kennst. Ich auch nicht so wirklich. Das war sogar noch vor meiner Zeit. Und daher sind Cesaro und Sheamus wahrscheinlich auch nur Opfer in dieser Tag-Team-Fehde. Wir hatten auch tatsächlich einen Auftritt von einem oder von zwei Gaststars tatsächlich. Haben dir diese zwei Gaststars was gesagt? Ashton Kutcher sagt mir was oder wie auch immer der heißt, aber dieser andere Danny irgendwas, also Danny Dumbface?
Genau, Danny Dumbface, das ist mir noch im Kopf geblieben. Wie hieß der denn? Danny Dadison oder so? Ach, ist ja auch egal. Die waren ja auf jeden Fall hier am Start. Jericho und Owens sind ja die Best Friends bei WWE, aber Ashton Kutcher und sein Kumpel haben hier gesagt, ey, wir sind die besten Freunde. Dann ging das immer hin und her. Irgendwann hat sich Jericho noch richtig aufgeregt und dann kamen tatsächlich auch Kevin Owens und Jericho raus, haben ein In-Ring-Segment gehalten, beziehungsweise ein Promo-Segment und sind über jetzt wollte ich Roman Reigns sagen, Seth Rollins hergezogen. Irgendwann sind sie dann auf die Idee gekommen, Tag-Team-Champions zu werden und da kamen auch schon New Day raus. Sie sagen, dass sie die besten Freunde von WWE sind, das heißt, wir haben jetzt drei beste Freunde, Fraktionen quasi. Naja, das war alles ein bisschen verwirrend. Beziehungsweise war das sogar sehr unterhaltsam, weil es eben so wirr war oder so gewirkt hat zumindest. Jericho schreibt alle auf die Liste. Xavier Woods hat sich besonders aufgeregt. Und an sich war das einfach ein, ja, ziemlich cooles Promo-Duell. Später gab es dann auch noch das Match der beiden Teams. Ashton Kutcher und Danny irgendwas waren am Kommentatorenpult gesessen. Masterson übrigens. Masterson, okay. Und Seth Rollins hat tatsächlich Chris Jericho abgelenkt, was zum Sieg von New Day geführt hat. War also durch diese ganze Show wie ein roter Faden durchgezogen, war an sich sehr, sehr cool gemacht, fand ich. Auch vor allem das Segment mit Owens und Jericho und New Day. Das sind ja einfach fünf Leute, die absolut unterhalten können. Und wenn die dann hier zusammenstehen, dann wurde das auch ein, ja, amüsantes Segment. Trotzdem natürlich dann hier am Ende wieder die Niederlage für Jerry KO. Aber dass New Day hier einen Sieg einfährt, das ist ja auch nicht das Allerschlechteste. Ja, gibt's viel zu sagen. Also ich finde grundsätzlich natürlich auch ganz gut, was man in dieser Show gemacht hat. Auch mal mit New Day wieder etwas, was mich tatsächlich unterhalten hat. Chris Jericho und Kevin Owens als Team ist natürlich sehr unterhaltsam. Die Frage ist, ob das für den Main Eventer, für den Universal Champion das Richtige ist, in mehr oder weniger einem Comedy Tag Team zu sein. Kann man drüber streiten. Auf der anderen Seite finde ich ganz gut, dass man halt eben jetzt in dieser Raw-Show angefangen hat, auch ja gewisse Differenzen zwischen den beiden aufzuzeigen. Also es war ja schon vorher eben mal, dass Jericho halt meinte, hey, wir sind Universal Champion und wir sollten jetzt auch Tag Team Champions werden. Ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich das will. Ich bin ja Universal Champion, sagt Kevin Owens. Und dann sagt halt Jericho, ja gut, wenn wir das nicht machen, dann muss ich ja wohl gegen dich antreten um den Titel. Da, lass uns das machen mit dem Tag Team Teil. Das ist natürlich schon ganz spannend, auch was man dann nach dem Match gemacht hat, nämlich dass Kevin Owens, Chris Jericho, seinem besten Freund, nicht zur Hilfe kam, sind natürlich jetzt Storyentwicklungen, die ich interessant und gut finde. Und wie gesagt, es ist sehr unterhaltsam. Ich weiß halt nicht, ob es absolut das Richtige ist, mich für den Main Event von Pay-Per-Views zu begeistern, aber ich schätze sowieso, dass Kevin Owens nicht im Main Event von Hell in a Cell stehen wird. Können wir auch noch drüber spekulieren. Aber vielleicht ist es deswegen auch ganz okay, dass es jetzt so ein bisschen Comedy-lastiger ist. Aber grundsätzlich ist das natürlich nicht ganz so gut, wenn der Champion immer so ein bisschen witzig ist, ja. Ja, also es wirkt halt bei Kevin Owens teilweise authentisch, teilweise halt auch ein bisschen nicht wie ein World Champion, finde ich, was halt das Problem ist. Also ich finde, das hat man schon amüsant und so weiter aufgebaut, aber ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber Kevin Owens wirkt jetzt nicht durchgehend wie so ein absoluter World Champion oder wie ein Topstar, weil er eben noch kein Topstar ist und da auch noch einen langen Weg hin hat. Aber ja, da hast du schon recht, ob das wirklich so ratsam ist, einen World Champ so zu porträtieren, kann man drüber streiten. Was denkst du denn, wird der Main Event von Hell in a Cell werden? Ja, eigentlich ja ein Hell in a Cell Match, oder? Und es ist ja wohl so, dass zwei Hell in a Cell Matches schon fix sind. Das eine ist, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Roman Reigns gegen Rusev. Und das andere ist natürlich Sasha Banks als neue Women's Championess von Raw gegen ihre Herausforderin Charlotte. Und beides könnte man ja in den Main Event diskutieren, dieser Show. Das stimmt. Mal sehen, was es dann im Endeffekt wird. Wird Rollins gegen Owens eigentlich ein Hell in a Cell Match? Ja, wenn es überhaupt ein One-on-One wird, also das ist ja noch gar nicht fix. Und wenn Jericho dazukommt, dann passt meiner Meinung nach ein Hell in a Cell Match nicht, weil
ja, dann, ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, wenn man jetzt quasi schon das eine mit dem anderen verbindet, also daraus ein Freeway macht und dann noch die Zelle dazu bringt, dann ist es zu viel. Und meiner Meinung nach sind 3 Hell in a Cell Matches bei einem Pay-Per-View auch echt zu viel. Das ist natürlich ja möglich, dass man dann tatsächlich nicht dieses World-Title-Geschehen in den Main-Event stellt. Wo wir gerade aber bei Rollins waren, der hatte ein Backstage-Interview hier gegeben. Das fand ich sogar ganz cool. Rollins entwickelt sich eben immer weiter zum Face. Das ist aber einfach kein Heute-auf-Morgen-Turn quasi. Also es wird immer organischer und es wirkt auch einfach authentisch. Man hat zwar immer dieses Momentum verschenkt, ne? Als Rollins zurückkam nach seiner Verletzungspause, hat der die Face-Reaktionen schlecht hingezogen. Und dann bringt man ihn als Heel. Und das war schon auf jeden Fall rückblickend mit die dümmste Entscheidung, die man hätte treffen können. Man wusste natürlich auch nicht, dass Finn Balor jetzt als zukünftiges Top-Face in Anführungszeichen dann ausfällt und man dann einen anderen Publikumsliebling da braucht. Das war natürlich, ist dumm gelaufen, aber man hat halt hier sehr viel Momentum verschenkt und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber trotzdem versucht man jetzt Rollins immer weiter auf diese Face-Seite zu bringen. Das gelingt ganz gut. Ich finde es auch sehr positiv, dass er nicht von heute auf morgen der Good Guy ist, sondern dass immer so ein bisschen, ja, langsam vollzogen wird, dieser Sinneswechsel. Auf der anderen Seite muss man halt auch beachten, ne? Man braucht jetzt einfach jemanden, der zieht. Und wenn Seth Rollins kein hundertprozentiges Face ist oder noch nicht diese Reaktionen zieht, ist das halt ein bisschen schwierig, weil man bei Raw eben sowieso wenige Faces hat. Also wir haben ja dann auch noch gesehen, wie Stephanie backstage mit Rollins war. Da war er auch wieder ja in der Face-Schiene unterwegs, aber es braucht halt wirklich ein Top-Face bei Raw jetzt. Und ich weiß nicht, Rollins wirkt irgendwie nicht eins. Nicht wie eins, so. Nee, also du hast ja am Anfang gesagt, das wäre jetzt, es klappt so langsam, es wird organischer, es wird authentischer. Ich kann dem nicht zustimmen. Also ich empfinde Seth Rollins derzeit noch nicht als Face. Und ich will die WWE auch nicht in Schutz nehmen, ja. Also sie hätten Seth Rollins damals turnen müssen, als er zurückkam. Weil, ja, natürlich, Finn Balor hat sich verletzt und man hatte andere Pläne. Wenn die WWE vernünftig gehandelt hätte, hätte sie zu diesem Zeitpunkt Roman Reigns zum Heel geturnt. Weil man halt an Roman Reigns als Face festhält, ja, musste Seth Rollins Heel sein. Und das ist eigentlich der Grund. Und dementsprechend will ich die WWE da nicht in Schutz nehmen. Und interessanterweise ist diese Frage, ja, also wer ist denn jetzt eigentlich das große Babyface bei Monday Night Raw? Etwas, was mich die letzten Wochen auch beschäftigt hat und was ich jetzt auch tatsächlich mal zu Papier gebracht habe in der dann bald erscheinenden Ausgabe von Power Wrestling. Da frage ich nämlich, wo sind eigentlich alle unsere Helden hin? Und ich vermisse genau diesen Helden, ja, bei Monday Night Raw, der Mann, mit dem man mitfiebern kann. Und Seth Rollins ist es noch nicht, Roman Reigns ist es auch nicht und du hast es gerade angesprochen, wahrscheinlich ist es dann irgendwie gerade Sami Zayn oder Big Cass, aber der eine ist Tag Team Wrestler und der andere kriegt kein vernünftiges Programm und verliert dann seine Single Matches gegen Chris Jericho. Die WWE hat hier ein Riesenproblem aktuell und das ist auch mit Sicherheit deutlich mitverantwortlich für die schlechten Ratings, die Raw aktuell einfährt. Und ja, ich hoffe, dass man es mit Seth Rollins hinkriegt, aber ich weiß gar nicht, ob Seth Rollins wirklich für die Masse jemand ist, der als Face akzeptiert werden kann, wenn man jetzt hier versucht, einen Slowburn zu machen, weil Seth Rollins war so böse und hat sich so damit inszeniert, dass er quasi sich immer hat helfen lassen. Das wird auch jetzt weiterhin thematisiert, sodass jetzt halt mal wirklich das Gegengewicht irgendwie kommen muss, damit man sagt, okay, der Mann hat sich wirklich geändert. Und ich sehe bislang in dem Sinne keine Charakterveränderung bei Seth Rollins. Und deswegen finde ich diesen Turn richtig schlecht bislang. Da hast du teilweise auf jeden Fall recht. Das ist natürlich auch immer diese, ich weiß nicht, was man mit Roman Reigns vorhat, ja. Warum man den immer noch nicht zum Heel geturnt hat. Der ist halt so ein Zwischending jetzt aktuell. Den juckt gar nichts, was Fans oder Offizielle sagen. Ist ja auch schön und gut, aber genau sowas kann man auch in der Heel-Schiene etablieren. Und dann hätte man Rollins gleich als Face bringen können. Das wäre deutlich besser gewesen, aber man weiß halt auch nicht, wie jetzt die Ausfälle sind und dass Finn Balor ausgefallen ist, ist natürlich blöd gewesen, aber man hätte, wie du es auch gesagt hast, besser reagieren können. Im Endeffekt hoffe ich mal, dass man Seth Rollins als diesen Mainstream-Publikumsliebling etablieren kann und ich denke auch, das werden sie schaffen, weil ein Seth Rollins einfach ein geborener Face ist. Also als The Shield
noch zusammen war, dachte ich mir immer, Seth Rollins wird der Face aus dieser Gruppierung und Dean Ambrose wird der Heel. Das hat man jetzt andersrum gemacht und es funktioniert trotzdem oder hat ganz gut funktioniert, aber jetzt ist halt auch mal Zeit, Seth Rollins wirklich zu der Seite zu bringen, auf der, die er wirklich gehört, und das ist einfach als Face, würde ich mal sagen. Aber gut, wir hatten ein Susan G, vielleicht sollte ich eher sagen, Susan Certified G Komen Segment mit Enzo und Cass, die haben die Kampagne mit ihren Catchphrases vorgestellt, das gleiche gab es bei SmackDown. Gehört das in eine Wrestling-Show, beziehungsweise was hältst du davon? Ist ja klar, dass WWE als ja, Company in der Öffentlichkeit auch sowas als Kampagne bringt. Ja, also ich, da gibt es erstmal das Grundsätzliche, sollte man über das Gute, was man macht, reden. Da gibt es halt immer zwei Argumente. Das eine ist, ja, ich schaffe natürlich auch damit Aufmerksamkeit und bringe andere damit hinter diese Kampagne. Das versucht die WWE hier. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein bisschen, hey, schaut mal, was wir Gutes tun, wie toll wir sind. Ich halte es da eher mit dem, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo was hinspende und so weiter, dann muss ich das nicht jedem auf die Nase binden. Und so würde ich mir das auch von Companies eigentlich eher erhoffen. Also tu Gutes, aber eben rede nicht darüber. Die WWE verfolgt ja eine andere Strategie. Ob es in der Wrestling-Show was zu suchen hat, ich finde, so wie man es hier gemacht hat, kann man es machen. Ich finde viel schlimmer, wenn irgendwie Stephanie McMahon, die in den Shows der Heel ist, dann irgendwie ganz nett irgendwie neben irgendwelchen Kindern sitzt und total lieb zu denen ist und so weiter. Das ist immer so ein Bruch in der Logik. Ich schaue diese Wrestling-Show, ich lasse mich ein auf Raw, auf Wrestling, und dann werde ich da herausgerissen, während ich diese Show gucke. Das finde ich sehr, sehr ungünstig. So wie man es hier gemacht hat und auch mit Daniel Bryan bei SmackDown, das kann man schon so machen. Und es hat ja am Ende des Tages irgendwo einen guten Sinn. Daher kann man das der WWE, glaube ich, nicht allzu stark vorwerfen. Allgemein bist du aber der Meinung, man sollte nicht das, was man Gutes tut, in die Öffentlichkeit kehren? Es kommt darauf an, wie man es macht. Also im Sinne von auch andere zu ermuntern, sich zu engagieren, finde ich gut. Wenn man es aber so marketingtechnisch ausschlachtet, schaut mal, wie geil wir sind, ja, was wir alles machen. Und wenn man dann halt irgendwie die Kinder sieht, die John Cena immer besucht bei Make-A-Wish, dann finde ich, hat das halt so ein bisschen was Anrüchiges, ja, dass man da quasi den Mitleidseffekt, ja, für sich nutzen will. Und dabei ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von Make-A-Wish, dieses eine Kind glücklich zu machen und nicht das für Werbezwecke auszunutzen. Okay, das also die Einschätzung von Stefan Kolb. So, wir haben noch zwei Punkte bei Raw zu besprechen. Wir sind schon jetzt eine halbe Stunde unterwegs. Golden Truth hatten ein Tag-Team-Match gegen Karl Anderson und Luke Gallows. Karl Anderson und Luke Gallows ja nach dieser New Day-Niederlage beim letzten Pay-Per-View Clash of Champions hieß er, ja. Mir fällt übrigens der Name wie auch dir nicht immer so leicht ein. Ja, die sind ziemlich am Ende. Also die haben wirklich an Momentum so krass eingebüßt. Jetzt haben sie hier wieder ein Segment gebracht, wo man halt gezeigt hat, oh, das sind die und die sind jetzt gleich in Action. Und dann haben sie hier ein Match gegen Golden Truth gewonnen. Also man hat sehr viel Momentum verschenkt. Man hat allgemein im Aufbau von Karl Anderson und Luke Gallows sehr, sehr viel falsch gemacht. Und das ist halt jetzt, ja, man bekommt quasi die Rechnung aktuell für den schwachen Aufbau, den man mit ihnen gebracht hat. Richtig. Es ist jetzt relativ offensichtlich, dass man es so machen wird, dass New Day den Rekord brechen und dann geben sie wohl den Titel an Gallows und Anderson ab. Das heißt, man wird es halt sie irgendwie wieder aufbauen. Jetzt hat man diese Woche sie The Golden Truth besiegen lassen. Problem ist, auf der Face-Seite gibt es nicht mehr so viele Tag-Teams. Das müssten sie eigentlich schon nächste Woche oder dann spätestens beim Pay-Per-View wahrscheinlich gegen Enzo Amore und Big Cass gehen. Und dann könnte man ja bei der Survivor Series irgendwas machen, dass es halt vielleicht ein Eight-Man-Tag gibt mit jeweils zwei Tag-Teams auf jeder Seite. Dann kommt man so ein bisschen um diese Tag-Team-Title-Matches herum. Und ja, so wird es dann wohl laufen. Und dann denke ich, dass sie Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres tatsächlich zu den Raw Tag Team Champions werden. Aber du hast recht, ja, da hat man viel falsch gemacht. Und die haben in ihrer ersten Woche gegen die Usos, nee, nicht in ihrer ersten Woche, aber die haben in den ersten Wochen, in denen sie da waren, schon gegen die Usos verloren. Die hatten quasi, ich meine, man muss ja nicht immer dieses Ultra-Zerstörer-Ding bringen oder diese krassen Zerstörer-Charaktere etablieren. Aber das ist ein simpler Zug, den man einem
Tag-Team einfach mit auf den Weg geben kann. Und was hat denn, was haben Anderson und Gallows, was sie irgendwie speziell macht? Was ist denn ihr Gimmick? Das hat man alles fast gar nicht erklärt und das ist irgendwie, da fehlt einfach so viel in dem Aufbau, das ist schon irgendwie lächerlich. Ja, Zustimmung. Also es war relativ einfach, Carl Anderson und Luke Gallows richtig zu booken, aber die WWE hat es fertig gebracht, es falsch zu machen. Brauchen wir auch, glaube ich, jetzt nicht weiter drüber reden, ist jetzt bei der Show nicht das wirklich Wichtige gewesen, weil wir haben ja noch ein Main-Event bei Raw zu besprechen. Sasha Banks gegen Charlotte. Letzte Woche festgelegt, in Los Angeles sollte es das Champion-Titel-Match geben und das gab es hier auch und zwar im Main-Event. Vorher hat sich Bayley für ihre Freundin Sasha gefreut, hat dann sogar noch Dana Brooke weggehauen und das Match an sich, das war schon ein absoluter Leckerbissen, war sehr, sehr stark gemacht, auch mit Videopaketen vorher gehypt, das fand ich auch sehr, sehr cool. Also das Videopaket war wirklich nochmal, ja, absolut Vorfreude steigernd. Wie hat dir das Match gefallen? Sasha Banks hat ja am Ende tatsächlich wieder den Titel gewinnen können. Ja, also das, was die beiden zeigen, ist natürlich schon immer sehr spektakulär und beeindruckend. Ich habe zwei Probleme damit. Das erste ist, ich habe immer Angst, dass sich insbesondere Sasha verletzt, weil sie meiner Meinung nach ein zu hohes Risiko geht, gemessen an dem, was sie sauber kann und das, was ihr Körper hergibt. Und das Zweite ist, ich finde halt manchmal, dass die Matches bei den Frauen, insbesondere bei Raw, nicht sonderlich glaubwürdig daherkommen. Das heißt, es gibt halt viele Elemente, die ja mich so ein bisschen rausziehen. Also es ist, wie gesagt, spektakulär und beeindruckend, aber es ist für mich kein Kampf. Ja, und das wird halt für mich bei den Frauen nicht so sehr transportiert, wie ich es mir wünschen würde. Aber es ist schön anzuschauen und es passt halt in die Zeit. Viele Leute finden ja genau das toll. Also sie gehen gerne zum Wrestling und schauen sich spektakuläre Moves an. Aber Selling und wie man quasi von einem großen Move zum anderen kommt, das ist denen gar nicht so wichtig. Und dass es wirklich die Simulation von Kampf ist, ist auch mittlerweile vergessen. Hauptsache die Moves sind spektakulär. Das stört mich so ein bisschen. Also diesen Corkscrew-Plancher-Dingens da nach draußen, ja, das sieht man halt irgendwie schon, dass sie halt irgendwie Sasha gar nicht trifft und das ist ein krasser Move und der bleibt auch in Erinnerung, aber muss das sein, ist halt so die Frage. Also ich würde ganz klar sagen, es muss so eine Mischung sein. Ich bin ja auch Fan von, ich bin Fan von Spot Wrestling. Ich bin Fan von gutem Spot Wrestling, weil das, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache sein kann. Auf der anderen Seite darf natürlich auch ein Match mit Selling sein, also und mit krasser Match-Story und so weiter. Ich bin da relativ tolerant, in Anführungszeichen, und sehr, sehr offen. Mir hat das Match hier sehr gut gefallen und dieser Corkscrew Plancher, also man muss schon mal sagen, diese Charlotte, die ist schon verrückt. Aber sie hat hier tatsächlich den Titel verloren, Sasha Banks jetzt als Championess und ich denke, das wird jetzt erstmal so weitergehen. Man hat ja Sasha Banks den Titel abgenommen beim SummerSlam, dann war sie in der Pause, die aber irgendwie nur 2 Wochen lang war, wo man auch einfach mit, ja, wo man booking-technisch eine Überbrückung hätte schaffen können, aber das hat man ja nicht gebracht. Stattdessen hat jetzt Sasha Banks hier den Titel zurückgeholt. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, so viele Titelwechsel auf einmal zu bringen. Du hast es natürlich auch in deinem Artikel, ich glaube, in der September-Ausgabe von Power Wrestling geschrieben. Je mehr Titelwechsel, desto ja unspezieller oder desto weniger wert ist eben dieser Titelwechsel. Und wenn man das jetzt hier schon wieder gesehen hat, es wäre für mich persönlich einfach deutlich stimmiger gewesen, hätte man Sasha Banks als Championess behalten. Natürlich weiß man auch nicht, wie da die Hintergründe sind, wie das mit dem Gesundheitszustand war von Sasha Banks, aber ich fand das schon irgendwie unvorteilhaft, Charlotte jetzt 1 Monat als Championess hier zu behalten und dann wieder den Titel wechseln zu lassen. Also, weiß ich nicht, das hat auf mich jetzt nicht so positiv gewirkt. Ja, zumindest hat man es hier als Main Event dann noch groß bei Raw inszeniert und klar, hier ist sicherlich einiges schiefgelaufen. Also der erste Titelwechsel war halt schon gehotshottet. Dann musste man zum SummerSlam rumdrehen, weil eben Sasha Banks wohl eine schlimmere Verletzung hatte, was sich dann nicht bewahrheitet hat. Jetzt hat man es wieder rückgängig gemacht. Das ist halt das ist halt zum Teil auch die Strafe dafür, dass man halt nicht an Plänen festhält, vielleicht, ja. So. Und ich meine, wenn man halt sieht, was Sasha Banks natürlich auch in diesen Matches gezeigt hat, sowohl beim ersten Titelwechsel als auch beim Verlust dann beim SummerSlam, dann muss man halt sagen, naja,
solche Verletzungen sind jetzt halt auch nicht, kommen nicht ganz von ungefähr. Und ich hoffe, dass sie jetzt gesund bleibt und auch ein bisschen weniger Risiko geht in ihren Matches. Und naja, aber wenn es jetzt tatsächlich zum Hell in a Cell Match zwischen den beiden kommt, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass sie da so richtig was raushauen wollen. Und wenn es dann vielleicht sogar noch der Main Event wird, was ich persönlich nicht erwarte, aber was sein könnte, dann wird es natürlich besonders gefährlich für Sascha. Ich mache mir immer Sorgen, wenn sie da diesen Suicide-Dive raushaut. Mann, oh Mann, ist das gefährlich. In letzter Zeit wurde ja dieser Suicide-Dive, also er hat wirklich dem Namen alle Ehre gemacht. Cesaro landet auf dem Kopf, Sascha Banks bricht sich fast hier die Wirbelsäule. Also boah, das, da passieren schon immer krasse Sachen. Aber ich würde sagen, wir beschließen Raw. Raw war für mich eine ja solide Show. Keine gute Show, keine schlechte Show, eine solide Show. Es gab diese Woche sehr viele Videopakete, was vielleicht auch dem Pacing der Show ein bisschen geholfen hat. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich mir vielleicht nochmal anschauen, um das wirklich beurteilen zu können. Ist mir nur aufgefallen, dass es viele Videopakete gab an sich. Raw war in Ordnung, würde ich sagen. Es war eine gute Show, ja, bei der man konsequent auf den Main Event hingearbeitet hat und der auch die anderen Stories eigentlich konsequent fortgeführt wurden. Also daher will ich jetzt Raw nicht zu schlecht reden diese Woche, aber auch nicht zu gut. Dafür war die Show dann, um einen anderen Mann zu zitieren, einfach auch zu lang. Okay, welchen Mann hast du gerade zitiert? Den Chefredakteur von Power Wrestling, Christian Bruns natürlich. Christian Bruns. Am Freitag, Leute, da kann ich mal eine Ankündigung machen, wird unsere große Diskussionsrunde fast wie eine Talkshow aufgebaut. Veröffentlicht werden. Wir haben ein Zwischenfazit zum Roster-Split gegeben. Also falls ihr Fan von den Raw vs. SmackDown-Reviews seid und die gerne anhört, dann hört euch auf jeden Fall auch dieses Roster-Split-Fazit an. Das war schon auf jeden Fall, ich sag mal, es ist hörenswert, aber ja, da dann am Freitag mehr dazu. Wir gehen jetzt zu SmackDown und starten mit Bray Wyatt. Der hat gerade Stress mit Randy Orton. Es gab ein Match Kane gegen Wyatt. Orton hat sich auf dem Titantron gemeldet, hat Mind Games von Wyatt so ein bisschen imitiert und dann tatsächlich fast zu einer Niederlage von Bray Wyatt geführt, aber der gute Eater of Worlds hat diese Ablenkung oder ist dieser Ablenkung entgangen und hat dann, ja, keinen Bock mehr auf das Match gehabt, sich auszählen lassen, war das ein bisschen, ne, da habe ich mich dann gefragt, wieso lässt man Wyatt nicht einfach mal gewinnen, was ist da dabei, ihm einen Sieg gegen Kane zu geben, aber ja, wieso lässt man Wyatt nicht einfach mal gewinnen, das ist eine Frage, die kann man sich durch die Karriere von Wyatt gezogen, immer und immer wieder stellen. Backstage gab es dann auch noch mal ein paar Segmente. Wyatt war Backstage in einem dunklen Raum. Orton hat ihn irgendwann eingeschlossen. Abigail hat ihn rausgeholt und Orton war deswegen schon ziemlich verwirrt, als er dann wieder die Garage aufgemacht hat oder dieses Garagentor da geöffnet hat. Hat dann tatsächlich den Stuhl von Bray Wyatt zusammengeschlagen. Der Ärmste. Naja, also das ist schon, es wird zumindest was gemacht, es wird auf diese Mindgames auch Wert gelegt, aber bei diesen ganzen Segmenten sieht mir Bray Wyatt einfach viel zu schwach aus und eben auch bei diesem Match gegen Kane. Ja, das ist viel gesagt, kann ich viel darauf antworten. Zunächst mal, bist du dir sicher, dass es Abigail war, die ihn da rausgeholt hat am Ende? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Oder war es halt vielleicht Luke Harper? Luke Harper, das kann natürlich auch sein. Kommt darauf an, wie man das jetzt erklärt. Er meinte eben hier nur dann in diesem Segment, Abigail, es ist schön, dich wiederzusehen und lass uns gehen oder sowas. Von daher ist eine sehr gute Frage. Wer hat ihn denn da rausgeholt? Du bist der Chefanalytiker. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es tatsächlich Luke Harper war. Also Eric Rowan hätte man vielleicht vorher nochmal irgendwie ausschalten sollen. Das wäre vielleicht ganz geschickt gewesen. Aber dass der nicht in Frage kommt dafür, weil der liegt natürlich am nächsten, aber Luke Harper wäre natürlich auch gut und die Return von Luke Harper wäre jetzt ja auch nicht das ganz Verkehrte für SmackDown Live. Dass Bray Wyatt gegen Kane nicht gewinnen kann, nachdem er schon beim Pay-Per-View gegen ihn verloren hat, halte ich auch nicht für gut und generell stimme ich dir auch dazu. Bray Wyatt redet halt viel, macht aber wenig. Ich glaube nicht, dass Bray Wyatt jemand ist, der jede Woche wresteln muss und jede Woche ein Match gewinnen muss. Das ist nicht so das Wichtige. Aber Bray Wyatt muss was Böses machen. Er darf nicht nur immer reden, sondern er muss was Böses machen oder was Böses machen lassen. Ja.
Und diese Fehde hätte man halt auch wirklich so machen können, dass irgendwie Bray Wyatt tatsächlich in dem Sinne nie in Aktion tritt, aber er halt irgendwie immer wieder Abtrünnige findet, die Randy Orton attackieren. Also man hätte ja auch irgendwie in Anführungsstrichen Druiden bringen können, 5 Stück, die Randy Orton attackieren und fertig machen und solche Sachen. Aber sowas macht man gar nicht. Oder dass Bray Wyatt ins Haus von Randy Orton eindringt und seine schlafende Frau und das Kind irgendwie nachts beobachtet und er dieses Material dann bei SmackDown veröffentlicht. Solche Sachen könnte man mit Bray Wyatt machen, wirklich böse Sachen. Er redet halt nur, er redet und redet und redet und das ist ja nicht so das Passende für einen solchen Charakter, meiner Meinung nach. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich meine, es ist ja auch, Bray Wyatt kann das halt sehr, sehr gut kompensieren, diese Niederlagen. Er redet sich da dann wieder raus, aber das Problem ist, je öfter er verliert, desto klarer sieht man einfach, dass diese Niederlagen ihn absolut runterziehen. Ja, seit dieser Niederlage gegen John Cena bei WrestleMania 30 geht's für den einfach immer nur noch bergauf und bergab und bergauf und bergab, aber die Kurve sinkt trotzdem immer weiter und Bray Wyatt ist schon ziemlich zerstört worden in den letzten Monaten beziehungsweise in den letzten Jahren durch sein grauenhaftes Booking, man muss es einfach mal so sagen. Und der braucht halt jetzt einfach mal einen Sieg. Der ist jemand, der, wenn man ihn gut aufbaut jetzt noch bis zum Ende des Jahres, dann kann der gut und gerne Anfang 2017 im Main Event von SmackDown stehen, aber man muss jetzt da halt auch wirklich konstant drauf hinarbeiten. Und wenn er jetzt hier gegen Randy Orton verliert, dann ist das halt schon wieder eine Niederlage, die ihn schon wieder nach unten zieht. Aber das haben wir, denke ich, schon sehr, sehr gut besprochen. Willst du noch irgendwas dazu loswerden? Nee, ich würde nur erwarten, dass Bray Wyatt tatsächlich gegen Randy Orton gewinnt mit Eingriff von außen. Wir haben ja bei No Mercy tatsächlich nicht nur Randy Orton gegen Bray Wyatt. Wir haben auch ein Frauentitelmatch. Alexa Bliss gegen Becky Lynch. Das gab's ja tatsächlich dann hier auch bei SmackDown, wo nochmal gehypt wurde. Es gab das Match Becky Lynch gegen Nikki Bella, richtig? Nee, andersrum, Alexa Bliss. Alexa Bliss gegen Nikki Bella. Genau. Carmella war am Kommentatorenpult, hat sich irgendwann eingemischt, es gab das DQ-Finish und dann gab es nämlich das Tag-Team-Match mit Involvierung von Becky Lynch. Und ja, da war quasi wieder diese Heel-versus-Face-Ansetzung, war ein cooles Frauenmatch. Alexa Bliss konnte am Ende für ihr Team, also mit Carmella, gewinnen, hat tatsächlich die Frauen-Championess von SmackDown gepinnt, die gute Becky Lynch, und sah hier nochmal stark vor dem No Mercy Event aus. Das fand ich eigentlich ganz simpel, aber auch auf jeden Fall gut gemacht. Super Go-Home-Angle. Also man hat sowohl Alexa Bliss quasi etwas gegeben, man hat Becky Lynch etwas gegeben, die halt quasi ihrer Freundin oder wie auch immer, Nikki Bella hilft in einer 1-2-Situation. Und man hat auch das Match Nikki Bella gegen Carmella weiter aufgebaut. Also man hat hier eigentlich alles richtig gemacht und da will ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf diese beiden Frauenmatches sehr, weil das sind gute Stories, die sauber vorangetrieben werden. Es ist relativ offensichtlich, dass Becky Lynch verteidigen wird, das ist auch völlig in Ordnung. Und Nikki Bella wird wohl versucht, Revanche zu nehmen gegen Carmella. Ob sie es jetzt schon schafft bei No Mercy, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das noch ein bisschen weitergeht, also dass Carmella nochmal gewinnt und dass Carmella dann zur neuen Number One Contenderin für Becky Lynch wird. Aber mal sehen, was man da sich ausdenkt. Ich bin sehr gespannt. Ich finde auf jeden Fall auch super, wie sich Alexa Bliss, wenn man jetzt von NXT ausgeht, entwickelt hat. Also bei NXT war sie ja immer so das typische Good Girl, gute Laune und immer ein Lächeln auf den Lippen. Und dann dieser Heel-Turn, der einfach, also das hat die so gut gemacht. Die hat so ein schauspielerisches Talent und allgemein super viel Talent. Also ich sehe in Alexa Bliss wirklich sehr, sehr viel, weil sie auch einfach diesen Heel-Charakter so gut darstellen kann und man merkt einfach wirklich, dass das, also das ist einfach ein absolutes unsympathisches Mädel, dem man am liebsten, also ich würde ihr schon gerne auf der Straße begegnen, das will ich jetzt nicht verneinen, die ist ja schon irgendwie hot, oder Stefan, aber irgendwie ist sie trotzdem sehr unsympathisch und das spielt sie halt sehr, sehr gut. Also die Frauen bei SmackDown finde ich alle ziemlich hot. Die Frage, die ich mir bei dir so stelle, ist, wenn du jetzt so eine Nikki Bella siehst, findest du die hot oder ist die eigentlich schon wieder ein bisschen zu alt? Zu alt? Nee, die wirkt mir ein bisschen zu unecht, würde ich eher sagen. Also ich bin... Ach so, bist du der natürliche Typ? Genau. Du nicht? Ich bin da ganz offen. Ja. Okay.
Ich denke, das Susan G. Komen-Segment bei SmackDown, das müssen wir nicht noch besprechen, da hast du ja schon deine Meinung zu geäußert, ich auch. Die Hype Bros hatten aber ein Match gegen die Ward Villains und das wieder zwei irrelevante Tag-Teams, die aufeinander getroffen sind. Mojo Rawley hat hier wieder sehr gut Energie in das Match gebracht, muss man sagen, wobei ich den Typen, ich weiß nicht warum, aber ich kann ihn einfach nicht leiden. Die Hype Bros gewinnen dieses Match und besiegen die Ward Villains. Die Ward Villains damit am absoluten Abgrund. Ähnlich fast schon vom Standing wie The Ascension. Und die Hype Bros, die werden jetzt hier gepusht, um wahrscheinlich wieder in irgendeine Fehde dann in kommender Zeit zu gehen. Ja, ich nehme an, dass sie zumindest mal ein Tag Team Title Match bei SmackDown bekommen. Die Hype Bros gegen die neuen Champions, die Usos. Und ich nehme an, dass man jetzt beim Pay-Per-View noch als Match für die Pre-Show eben die Hype Bros gegen The Ascension bringen wird, weil das hat man ja hier bei SmackDown angeteased. Man hat halt nicht viele Tag-Teams, mit denen man arbeiten kann, aber das, was SmackDown daraus macht, finde ich dann doch noch ganz gut. War schon eher schwach insgesamt, weil die Teams alle nicht over sind, aber ich meine, was will man machen? Also die waren halt vorher auch nicht over und SmackDown gibt sich alle Mühe, diese Leute in Szene zu setzen. Aber ich nehme auch an, dass die Hype Bros nicht mehr allzu lange in der Tag Team Division von SmackDown unterwegs sein werden, sondern dass man dann irgendwie singlesmäßig was mit denen machen wird. Aber ob dann ein Mojo Rawley noch Überlebenschancen hat, weiß ich auch nicht so genau. Aber Zack Ryder ist in diesem Tag Team auch nicht so richtig gut aufgehoben, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Zack Ryder mit Tag Teams, der hatte ja hier auch mal eine Connection mit Kurt Hawkins. Kurt Hawkins hat diese Woche angekündigt. Edgeheads waren sie da. Bitte? Da waren sie Edgeheads. Richtig. Ja. Absolut korrekt, Stefan. Ja, ja, ich bin großer Edge-Fan, deswegen freue ich mich immer, wenn ich Edge erwähnen kann. Hui! Okay, dann warst du sicher auch ganz traurig, als Edge dann den Titel abgeben musste, oder? Und damals seine Karriere beenden musste. Natürlich war ich damals sehr traurig, klar. Und das ist ein Platz im Video, die 10 emotionalsten WWE-Momente, ein Pro-10-Video, was ihr euch auf jeden Fall noch auf dem Kanal angucken könnt. Dann haben wir diesen Plug auch noch untergebracht. Aber wir gehen zurück zu Kurt Hawkins, man war das unverschämt. Kurt Hawkins wird bei No Mercy sein Debüt geben. Face the Facts. Ja, ich bin ganz heiß drauf, muss ich sagen. Ja, das ist... Also, man hat es auf jeden Fall geschafft, ihn vorher schon sehr, sehr ungenießbar zu machen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was Kurt Hawkins hier machen wird. Also, er ist ja ganz klar als ein Heel positioniert, aber dann doch ziemlich mid-cardig bis undercardig. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wer sein Gegner sein wird. Also, wird das ein Gegner, den er weghaut, wie ein Jobber? Wird das ein Competitive-Gegner? Oder wird es vielleicht so sein Gegner sogar Kane? Und Kane haut ihn einfach weg, ja? Es ist alles möglich, ich habe keine Ahnung, wo man mit diesem Charakter hin will. Also ohne Witz, das ist absolut albern, das ist jetzt schon absolut nervig und Kurt Hawkins ist halt so jemand, also bei einer Liste von Leuten, die ich nicht zurückkommen sehen will oder bei einer Liste von Leuten, die ich im Zuge des Roster-Splits hätte returnen sehen wollen, boah, das war eine krasse Satzstruktur, das muss ich euch auch nochmal geben, spult zurück und hört euch das nochmal an. Da wäre der ganz unten gewesen. Also, wie kommt man denn auf Kurt Hawkins? Hat der angerufen und hat gesagt, er bräuchte mal wieder einen Job und dann haben sie ihn genommen oder was? Der hat doch irgendwie... Der hat doch null Relevanz, der hat null Zugkraft und der ist einfach nur da, um Leute overzubringen. So wirkt das auf mich, muss ich sagen. Also, das Debüt von dem werten Herrn Hawkins, da bin ich ähnlich gehypt drauf wie der gute Stefan Kolb. Aber wo ich drauf gehypt bin, das ist das... Title vs. Career Match zwischen The Miz und Dolph Ziggler. Es gab hier nochmal bei der letzten SmackDown vor No Mercy ein Segment, ein Miz-TV-Segment. Dolph Ziggler war natürlich dabei. The Miz zeigt Ziggler eine Dolphumentary über seine Karriere und sagt dann, ja, es ist demnächst vorbei. Ziggler sagt, es ist noch nicht vorbei, hat eine sehr emotionale Promo mal wieder gehalten. Ich finde das auch super, wie der sich da immer reinsteigert, wie der so, ja, einfach intensiv diese Promos hält, weil das macht er schon einfach sehr, sehr gut. Wobei er es auch teilweise übertreibt mit dem Rumschreien, aber das ist ein anderes Thema. Ich erinnere mich da, oder was heißt ich erinnere mich, ich bin ja auch viel zu jung, aber so Promos von Jake the Snake Roberts, ne? Der nie irgendwie krass rumgeschrien hat und trotzdem so gute Promos gehalten hat, immer ganz cool geredet hat, aber trotzdem so fesselnd war, das zu schaffen, das ist schon auch krass. Ja, hier der gute
The Miz hält ja auch starke Promos, Dolph Ziggler steigert sich da immer rein, also ist auch auf jeden Fall kein schlechter Mic-Worker. Und dann ist es tatsächlich passiert. The Miz holt zwei Mitglieder vom Spirit Squad raus. Ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war. Die verarschen auf jeden Fall Ziggler. Kenny Dykstra war dabei. Okay, bist du großer Fan von ihm? Ich habe ihm tatsächlich mal relativ viel zugetraut, da lag ich falsch. Den anderen weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber Kenny Dykstra war doch auch derjenige, der, glaube ich, mal die Fehde dann mit Ric Flair hatte und damals auch, glaube ich, ein Match gegen Ric Flair bei Raw gewonnen hat. Das kann sehr gut sein, da müsste man nochmal recherchieren. Die haben hier auf jeden Fall Dolph Ziggler ein bisschen auf den Arm genommen. Das war schon sehr, sehr grauenhaft, wie sie da auch ihre Performance durchgezogen haben und da gesungen haben. Ziggler wehrt sich dann irgendwann. The Miz entkommt aber seinem Superkick. Er steht oben und im Endeffekt wird es dann bei No Mercy das Match der beiden geben. Fand ich sehr gut aufgebaut, vor allem letzte Woche war für mich das beste Segment von SmackDown seit sehr langer Zeit. Also letzte Woche mit Ziggler und The Miz, das war schon wirklich stark. Und ja, also diese Woche natürlich auch. Also das Match ist wahnsinnig gut aufgebaut. Das und auf den Main Event freue ich mich unheimlich. Deswegen freue ich mich auch auf den Pay-Per-View am Sonntag. Die Frage ist nur, lieber Perkix, was wird denn passieren? Titelwechsel oder Karriereende? Da fragst du, das wollte ich eigentlich dich fragen, weil ich selbst etwas ratlos bin. Nee, mach du mal. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Aber okay. Aber, ich denke mal, dass The Miz gewinnen wird, dass er seinen IC-Title verteidigen wird und dass Dolph Ziggler wirklich dann seine Karriere beenden muss. Aber ich glaube nicht, dass er sie tatsächlich beendet, sondern dass er dann mit einem neuen Gimmick reinkommt oder irgendwie sagt, ja, jetzt habe ich mich verändert oder so. Also ich glaube schon, dass Ziggler verlieren wird und dass es dann diesen Karriereende-Moment gibt und die Leute geschockt sind, aber dann kommt er eben trotzdem nochmal zurück. Zumindest erwarte ich mir das zum aktuellen Zeitpunkt. Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Und ich finde es auch ein bisschen negativ zu sagen, wir bauen jetzt so ein Karriereende-Angle ein und dann kommt Ziggler trotzdem nochmal zurück. Also das ist schon ein bisschen fraglich, das so durchzuziehen, aber ich tippe jetzt mal darauf, dass das so tatsächlich passieren wird. Was auch passieren könnte, ist eben, dass sich Dolph Ziggler mit einem Heel-Manöver dann den Intercontinental Title sichert, aber ob das jetzt so das beste Szenario ist, weiß ich auch nicht. Also man hat hier wirklich eine Situation, die man nicht so leicht booken kann und auch nicht so leicht positiv booken kann. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Was würdest du denn machen als Headbooker von SmackDown? Ich würde definitiv nicht den Double Turn machen. Also ich würde Miz auf jeden Fall auf der Heel-Seite behalten wollen. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht den Titel wechseln lassen, weil man verleiht dem Titel gerade sowieso unheimlich viel Wert schon. Alleine durch die Matches in der letzten Zeit, jetzt um diese Story herum mit dem Karriereende und so weiter sowieso. Das heißt, der Titel muss nicht wechseln, um jetzt irgendwie nochmal mehr Wert zu bekommen. Und den besten Payoff verspreche ich mir halt vom Karriereende. Und bin mir halt auch sehr sicher, wenn sie nur so eine Stipulation ansetzen, gerade bei den SmackDown-Bookern, dann haben die auch einen Plan. Und ich habe keine Ahnung, wo der hinführt. Also ich würde auch vermuten, dass es das Karriereende für Dolph Ziggler wird. Ob er dann als Caddy von Miz zurückkommt, keine Ahnung. Ob er in irgendeiner Weise unter einer Maske auftaucht und sich irgendwie so zurückkämpft, ob er irgendwie irgendwelche Jobs für The Miz erledigt, um seine Karriere wiederzubekommen und dadurch natürlich auch zum Heel-Turn. Ich weiß es nicht, aber da ist sehr, sehr viel möglich und ich glaube, dass wir in einem Jahr auf diese Fehde und diese Entwicklung sehr positiv zurückblicken werden und dann halt auch sagen werden, Dolph Ziggler ist tatsächlich ein wohlverdienter WWE-Champion. Hui, also du glaubst wirklich nochmal an den großen Dolph Ziggler-Sieg? Jo. Ich bin nämlich nicht nur großer Edge-Fan, ich bin auch großer Dolph Ziggler-Fan. Ich finde Ziggler ja auch super und ich fand auch sehr, sehr krass, wie er da nochmal in seiner Fehde gegen Dean Ambrose vor dem SummerSlam aufgedreht hat. Das Match war natürlich enttäuschend, aber Ziggler ist schon auf jeden Fall einer der unterbewertesten Superstars, die es aktuell gibt, beziehungsweise auch wahrscheinlich aller Zeiten, weil ich denke tatsächlich nicht, dass er nochmal den großen Sieg davon tragen wird. Da wurde ich schon zu oft für enttäuscht. Aber ich bin sehr gespannt. Also das Match zwischen The Miz und Dolph Ziggler, Title versus Career, Prestige
bekommt der IC-Title dadurch auf jeden Fall und auch das Match ist einfach absolut grandios aufgebaut. Jey Uso hat gegen Jason Jordan gewrestelt. Jordan kann das gewinnen. Die Urban Usos, wie sie jetzt genannt werden, attackieren dann American Alpha, Heath Slater und Rhino machen den Save. Ich kann ja irgendwie schon diese Gangster-Rapper-Usos feiern. Ich finde, das passt richtig, wie sie auch immer wie diese, ja, wie die Gang-Member von nebenan aus der Hinterhofgasse aussehen. Das passt schon. Und ich finde, als Heels hat man den Usos endlich wieder was Interessantes gegeben und von daher run with it. Glaubst du, dass sie bald schon auch einen Drive-By machen werden? Das wäre echt mal ein cooler Angle. Aber Schusswaffen im WWE-TV, die wurden ja, naja, das ist ja... Das aber ist du weißt ja auch, dass der Finisher von, oder einer der Finisher von Roman Reigns so heißt. Echt? Heißt der Drive-By? Das ist doch dieser Dropkick da, ne? Auf dem Apron. Naja, genau, also Signature-Moves, besser gesagt. Vielleicht machen das die Samoaner sehr, sehr gerne, einen Drive-By. Mal sehen, vielleicht sehen wir bald einen Drive-By-Angle. Aus welchem Auto würdest du denn gerne diesen Drive-By sehen? Was ist denn dein Lieblingsauto, Stefan Kolb? Also mein Lieblingsauto würde nicht für dieses Angle passen. Wahrscheinlich ein Maserati oder so. Nee. Mein Lieblingsauto ist ein VW-Bus. Ja? Also ganz andere Richtung. Ich stehe jetzt nicht so auf so spektakuläre Autos oder sowas. Da mache ich mir nicht viel draus. Okay. Und aus dem VW-Bus heraus ein Drive-By zu machen, das wäre dann eher Comedy, glaube ich. Aber gut. Welches Auto würde denn passen? Es gibt, glaube ich, genug Gangster-Autos, die WWE da auswählen könnte. Vielleicht sponsert auch... Bist du so ein großer Auto-Fan? Nee. Sorry. Nicht so wirklich. Okay. Aber vielleicht sponsert auch JBL mal eins seiner Autos. Oder vielleicht auch Del Rio. Der ist ja jetzt auch nicht mehr da. Hat er ja leider auch nicht mehr benutzt bei seinem letzten Run. Aber das hätte schon mal wieder was. Autos im WWE-TV. Vielleicht bringt man das bald wieder mit den Usos. Und von daher mal sehen. Willst du noch irgendwas zu den Urban Usos sagen? Die haben ja jetzt hier gegen American Alpha in gewisser Weise einen Engel gehabt. Bei No Mercy gibt's dann Usos gegen Heath Slater und Rhino. Ja, konnte mir nicht so richtig einen Reim drauf machen. Ich habe eigentlich gehofft, dass, also warum hat man jetzt hier nicht Jey Uso gegen Rhino antreten lassen, sondern bringt hier der American Alpha mit rein. Also konnte mir nicht so richtig einen Reim drauf machen, was jetzt dann auch mit American Alpha beim Pay-Per-View passieren soll. Gar nichts, greifen die ein. Also ich bin sehr gespannt und ich warte einfach mal ab, weil wie gesagt, ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Es muss aber nicht deswegen schlecht sein und ich warte jetzt einfach mal ab, aber das war jetzt halt nicht so, dass dieses Match für den Pay-Per-View so richtig, richtig gut aufgebaut wurde. Ich glaube, da hätte man mehr machen können. Also natürlich kamen nachher da noch Heath Slater und Rhino raus und haben den anderen beiden geholfen, aber ja, nicht so richtig gezündet bei mir. Baron Corbin hat gegen Jack Swagger verloren. Swagger kam ja von SmackDown, von Raw zu SmackDown, hat hier direkt ein Match gewonnen, allerdings hat Corbin gar nicht getappt, weil er bloß das Seil erreichen wollte. Das fand ich schon kreativ gemacht. Man hat hier quasi einem Jack Swagger einen Sieg gegeben, ohne einen Baron Corbin jetzt irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Also er war schon ziemlich schwach in dem Match, zumindest sah er so aus. Aber er wollte ja nur das Seil erreichen, hat nicht wirklich getappt. Von daher war das eigentlich ein Fehler vom Referee. Der hat nämlich das Match abgebrochen und Swagger den Sieg gegeben. Wie geht das denn jetzt weiter mit dem guten Real American bei SmackDown? Ja, ein sehr kreativer Weg, aus diesem Match herauszukommen, bei dem man eigentlich keinen von beiden verlieren lassen will, dem Referee die Schuld zu geben. Sehr gut gemacht, auch sehr gut umgesetzt. Fand ich wirklich gut. Ich nehme an, es wird halt ein Rematch geben, vielleicht sogar schon bei No Mercy zwischen den beiden. Und ja, ich nehme an, dass... Ja, es ist schwierig zu sagen. Also es ist halt die Frage, was man mit dem Real American so alles vorhat, mit dem All American American, so heißt er, ne? Der Real American war ja Hulk Hogan. Das heißt, das ist auch ganz schwer zu beurteilen, aber ich finde die Feder als sich interessant und es ist halt eine Mid-Card-Fehde fertig aus. Und ich nehme an und hoffe, dass man mit Jack Swagger noch einiges vorhat, aber auch mit Baron Corbin könnte man natürlich noch einiges anstellen, auch wenn er im Ring schon einiges vermissen lässt. Das auf jeden Fall, Baron Corbin im Ring, das war noch nie so das Gelbe vom Ei, aber er hat halt trotzdem diesen Look, dieses Charisma, also er kann schon auf jeden Fall einen guten Mid-Card-Heel darstellen, würde ich sagen, oder ja, auch vielleicht mal in höhere Card-Regionen ab und zu reinschauen, aber
da muss natürlich noch einiges passieren bei Baron Corbins Entwicklung. Jack Swagger auf der anderen Seite, in dem sehe ich ja nicht wirklich so viel, muss ich sagen. Also ich war nie der große Swagger-Fan, aber mal sehen, vielleicht baut man den jetzt auch ganz, ganz groß auf, denn SmackDown ist ja tatsächlich die Show der, ja, Möglichkeiten, kann man das so sagen, the Show of Opportunity, was man dann tatsächlich auch im Main Event gesehen hat. Beziehungsweise gab es ja kein Main Event Match. Es gab ein Main Event Segment. Dean Ambrose, AJ Styles und John Cena haben nochmal auf den Main Event von No Mercy gehypt. Gibt ja dann ein Triple Threat Match. Und man hat hier quasi nochmal alle drei in dieser Promo involviert. Styles fängt an mit seiner Promo. Ambrose kommt dazu. Irgendwann dann auch noch Cena am Start gewesen. Und man hatte irgendwie dieses Jeder gegen jeden Gefühl. Vor allem auf Cena wurde es hier konzentriert. Aber das hat schon auf jeden Fall gepasst, weil jeder hier nochmal gezeigt wurde, man hat nochmal die Intensität zwischen den dreien aufgebaut und das hat dann jeder nochmal den WWE-Titel in die Höhe strecken können, also das war schon durchweg ein stimmiges Segment und das hat mich auch tatsächlich auf den Main Event von No Mercy tatsächlich gehypt. Ja, es ist ja grundsätzlich so, wenn man ein Triple Threat ansetzt, dass es natürlich besser ist, wenn da zwei Heels involviert sind. Hier hat man jetzt zwei Faces. Und dementsprechend ist es natürlich besonders wichtig, dass die Faces auch ganz klar gegeneinander positioniert werden, weil sonst hat man natürlich so ein gefühltes Unverhältnis oder Unfairness gegenüber dem Heel. Und das kommt hier jetzt nicht auf. Es war ein sehr, sehr gutes Segment. Und man teast halt meiner Meinung nach die langfristige Story. John Cena will der 16-fache Champion werden, auf eine sehr gute Art und Weise. Das wäre natürlich Perlen für die Säue, wenn man das jetzt am Sonntag schon bringt, in einem Triple Threat Match bei einem B-Pay-Per-View. Das heißt, meiner Meinung nach ist das eine WrestleMania-Story oder zumindest eine Story für den Royal Rumble, weil den muss man ja auch entsprechend groß aufbauen im kommenden Jahr im Alamo Dome. Und dementsprechend wird Cena meiner Meinung nach nicht gewinnen. Dean Ambrose hat den Titel abgegeben und dass der Titel nochmal zu ihm zurückkommt in allzu naher Zukunft ist, glaube ich, auch unwahrscheinlich. Deswegen ist das Match relativ klar, wie es ausgehen wird. Aber ich bin total drauf gehypt und ich freue mich, dieses Match mir anzuschauen. Und ja, die steile Karriere von AJ Styles bei WWE weiter zu verfolgen. Das war ja wirklich, also er ist Anfang diesen Jahres reingekommen, beim Royal Rumble sein Debüt gegeben und jetzt relativ zum Ende 2016 ist er schon WWE World Champion. Also das war ein wirklich krasser Aufstieg natürlich, aber man setzt ja auch in letzter Zeit eher auf diese krasseren Aufbauten. Es gibt übrigens keinen, in der deutschen Sprache keinen Plural für Aufbau. Wusstest du das schon? Deswegen sage ich immer Build-Ups oder so. Gibt es nicht Aufbauten? Habe ich mir schon überlegt, das ist aber ein Neologismus. Tatsächlich, also es wurde zumindest nicht vom Duden aberkannt, aber man muss ja auch sagen, im Duden steht gucken mit K. Nur, dass sich die Dummen besser fühlen. Also das muss man, das ist schon irgendwie sehr, sehr fraglich. Aber um jetzt hier mal... Aber das ist doch was Regionales. Bitte? Das ist ja was Regionales, ob man das mit K oder mit G schreibt. Tatsächlich? Also das Wort gucken, ja? Hm? Ja, genau, das ist was Regionales. Also ich komme ja auch aus dem Süden, also aus einem besseren Bundesland als du, aber auch aus dem Süden. Ja, und da ist halt gucken mit G ganz normal. Aber im Norden, wo ich ja mittlerweile wohne, ist das tatsächlich etwas, was man mit K schon immer, glaube ich, geschrieben hat. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach, was sich regional so entwickelt hat. Das kann natürlich sein, fände ich schon sehr, sehr komisch. Du wohnst jetzt in den nördlichen Regionen Deutschlands. Fühlst du dich da sehr wohl? Also ich wohne in Hamburg, ist natürlich eine schöne Stadt, aber ist immer was kühl, ja, und das macht es manchmal ein bisschen schwer, sodass ich meine südliche Heimat manchmal schon vermisse. Okay, naja, du kommst aus Baden-Württemberg, oder wie? Ganz genau. Okay. Ja, genau, aus Freiburg komme ich. Also wohl doch nicht aus einem besseren Bundesland als ich. Naja, darüber kann man jetzt viel philosophieren. Wir gehen jetzt zum Fazit. Raw vs. SmackDown. Was hat dir besser gefallen diese Woche, Stefan? Ja, also ich hätte die ganzen letzten Wochen immer gesagt, ja, eindeutig SmackDown. Diese Woche war es nicht so eindeutig, weil SmackDown hatte in Anführungsstrichen nur eine Go-Home-Show. Raw hatte relativ viel rausgehauen, weil sie halt auch in der AA waren. Das sollte ein großes Raw werden, sodass ich sie relativ nah beisammen sehe. Muss aber trotzdem sagen, dass SmackDown mir am Ende des Tages besser gefällt, weil es mich besser unterhält und weil es eine Show ist, die ich einfach gucken kann, während es bei Raw mir immer wieder auch bei einer
guten Show schwerfällt. Also wir hatten diese Woche, wie es Stefan schon gesagt hat, zwei starke Shows, beziehungsweise sie waren jetzt nicht stark, aber sie waren zumindest beide ansehnlich, beide gut und unterhaltsam. Ich würde auch sagen, SmackDown war ein Tick vor Raw, aber das war diese Woche jetzt wirklich knapp. Also du bist ja tatsächlich der SmackDown-Liebhaber, kann man fast schon sagen. Und der, jetzt wo du mal hier, wo dir wirklich jemand zuhört, kleiner Shoot an Ringside, da wird dann tatsächlich diese Showqualität so nah beieinander gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil letzte Woche, das war ja wohl die totale Überlegenheit für SmackDown. Ja, von daher, das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Stefan, du kannst dich jetzt von den Leuten verabschieden und kannst nochmal alles pluggen, was du pluggen willst und so weiter. Du kannst auch den Leuten wirklich sagen, sie sollen die neue Power Wrestling kaufen, denn da wird es ja auch wieder interessante Sachen von dir zu lesen geben. Ja, also die Power Wrestling kann ich natürlich immer nur empfehlen. Aktuell ist ja noch die Oktoberausgabe im Handel verfügbar. Da habe ich mich mit dem Thema Hotshotting schon zum zweiten Mal sehr intensiv beschäftigt. Also gerade natürlich immer bezogen auf die WWE, also was die WWE da alles falsch macht und wie sie halt versucht, quasi das kurzfristig immer zu stark in den Mittelpunkt zu rücken. Also das die aktuelle Ausgabe sollte man sich auf jeden Fall kaufen. Und natürlich auch die bald erscheinende November-Ausgabe, weil da geht es ja dann eben um die Frage, wo sind unsere Helden hin? Auf jeden Fall. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Stefan. Gerne wieder, wenn du mal wieder Zeit findest in deinem sehr, sehr krassen Terminplan, muss man ja sagen. Aber vielleicht erübrigst du dann nochmal die ein oder andere Minute für uns. Das war's jetzt auf jeden Fall von uns, Leute. Ihr könnt in der Infokarte rechts oben abstimmen, was hat euch diese Woche besser gefallen? Welche Show fandet ihr stärker, Raw oder SmackDown? Stimmt da gerne ab. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.